Hallo Hartz-IV-Freunde, nach langer Zeit wollte ich mich mal wieder melden und ich benutze absichtlich mal die Maske, weil ich sehe das nicht ein, dass nur die Älteren die lange Zeit aufhalten müssen. Und ich sage euch, wenn man die trägt, ist es wirklich schwer, die zu tragen auf langer Sicht. Wie gesagt, letztens war ich noch einkaufen, da waren so ein paar älteren Leute, die haben mir alle gesagt, wo sie draußen waren, vom Geschäft und endlich mal die Maske abziehen konnten, dass sie sehr viel Schwierigkeiten hatten, die so lange zu halten, die wären fast ohnmächtig geworden. Naja, aber vom Army, wie ich sehe, kommt ja nichts im Moment. Ich weiß nicht, ob er an Corona erkrankt ist. Jetzt, wo seine Glaubensbrüder ihn bräuchten, meldet er sich nicht. Ja, ich weiß nicht, was ich von diesem Corona halten soll. Es gibt ja so viele YouTuber, die darüber berichten, auch Ärzte wie der Bhakti oder Wolfgang Bodek. Dann gibt es auch einen Journalist, Ken FM, falls das jemand interessiert, der darüber berichtet, der sagt halt, dass diese ganzen Maßnahmen wären ja nicht so notwendig gewesen, zumindest nicht für die Leute, die nicht anfällig sind oder nicht schon Vorerkrankungen haben. Und das ist, da muss ich ihm zugeben, dass er recht hatte eigentlich, weil hier in der Gegend, wie gesagt, kenne ich nur ein paar Leute, die ein bisschen damit zu kämpfen hatten, zumindest so, wie sie mir erzählt haben, mit Atembeschwerden und so, haben aber alle durchgestanden. Aber sie waren halt so in der Risikogruppe, in diese, sagen wir mal, 5-15%. Ja, alle anderen haben sich eigentlich tapfer geschlagen. Und aller Älteren möchte ich ja danken, das habe ich ja in einem Video davor schon gemacht. Das geht eine Minute, weil ich es auch auf Instagram schalten will. Und aber ich möchte noch was sagen. Die Muslime machen ja jetzt zur Zeit Ramadan. Vielleicht ist es auch dieses der Grund, dass der Armee sich erstmal fernhält. Und ihr habt ja auch wahrscheinlich Pierre Vogel gehört, der sagt, dieser Virus hat Allah geschickt, weil er wollte halt das, was die Politiker nicht geschafft haben, und zwar wegen diesen Puffs und diese ganzen Lokale zu schließen, was die alle nicht geschafft hat, die Regierung und so. Das hätte jetzt Allah geschafft. Na gut, ich glaube nicht, dass es... Hallo. Ich glaube nicht, dass es jetzt von Allah ist. Wie gesagt, wo genau es herkommt, kann ich auch nicht sagen. Aber was ich sagen wollte, durch diese Zeit habe ich ein bisschen wieder meine Samariterzeiten wieder entdeckt. Und so habe ich ein paar Leuten geholfen. Einige, also sagen wir mal eigentlich nur eine Frau und den Adrian, das ist so ein Rumäne, der meisten vor dem Geschäft da sitzt und ein bisschen Geld sammelt für seine Familie in Rumänien. Er möchte ja gerne zurück. Aber es geht im Moment ja nicht durch dieses Corona. Und im Koran steht ja irgendwie drin, dass wenn du etwas Gutes tust, kriegst du es von Allah wieder zurück. Und da muss ich sagen, das stimmt. Weil seitdem ich das jetzt mache, die letzte Zeit, habe ich mal ein paar hundert Euro im Lotto gewonnen. Dann finde ich ab und zu mal so einen Geldschein liegen. Ich kann es nicht zurückgeben, weil es ja nicht draufsteht, von wem es ist. Aber da muss ich sagen, das stimmt. Also deswegen, Leute, wenn ihr was Gutes tut, bekommt ihr meistens das vom Gott wieder zurück. Ansonsten für den Moment, ihr habt ja gehört, einiges wird jetzt wieder frei gemacht, so wie Fußball, aber das hat andere Gründe, das hat wieder finanzielle Gründe, da wo Geld steckt. Ihr wisst ja, dass die Bild-Zeitung zum größten Teil von einem amerikanischen Sponsor gekauft ist und der möchte ja seine Berichterstattung über Fußball weiterführen, weil die Bild-Zeitung geht langsam den Bach runter, das heißt, die Verkaufszahlen gehen zurück, weil viele kaufen sich ja die Bild-Zeitung wegen den Sportberichten. Einige anderen, sagt ja schon der Name, um die Bilder anzuschauen, aber okay. Und der hat zuletzt, habe ich gehört, hier ein bisschen Druck gemacht, so dass sogar der Chefredakteur der Bild-Zeitung langsam diese ganzen Maßnahmen für lächerlich findet. Und weil jeder kann sich ja selbst schützen. Stell dir mal vor, die ganzen alten Leute in den Altenheimen, die den ganzen Tag
untereinander diese Maske tragen müssen. Also ganz schlimm. Wie gesagt, ich sag mal, haltet durch und vielleicht, aber nur, wird wieder alles besser. Bis zum nächsten Mal, euer Hartz IV aus Frankfurt am Main. Ciao, Freunde. Heute ist ja wieder ein bisschen Spieltag. Kinder sind wieder am Spiel. War ja die Tage nicht mehr so. Gut, das Wetter spielt auch noch dafür eine Rolle. Aber so ist es halt. Ciao, Freunde.